Oh, das riecht fein. Das wird heute abgepresst. You call me a saint, but you know I'm a stranger. Hallo miteinander. Herzlich willkommen zu unserem dritten Teil. So wird Rotwein gemacht. Der Tester bzw. die Maische, die hier drin ist, in den Standen, der wird jetzt heute abgepresst. Und lass uns mal probieren. Ja, kommt, hallo miteinander. So, das ist ja, jetzt. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Das ist unser Pinot Noir, den wir ernten. Das ist einer der letzten, den wir heute pressen werden. Und müssen wir schauen. Das riecht gewaltig fein, so nach Schokolade und dunklen Beeren. Und der ist jetzt ja was, etwa 2 Wochen war er auf der Gärung, auf der Maische. Das kommt etwa hin, ja. Und ich habe ihn ordentlich durchgestoßen. Also der ist recht gut bearbeitet worden. Und das Ziel ist jetzt heute zu pressen, die Häute und die Kerne trennen vom Saft, damit wir nur noch den Saft haben und der Tresser, der kommt dann Schnaps brennen, ne? Ja, da gibt es einen feinen, so. Einen Schwarzpaar, nicht Kropper, dürfen wir ja nicht mehr sagen. So. Oi. Und das ist der eine, und das ist ja der zweite, die Trockenbeere. Das ist die Trockenbeere und ja, da geht immer noch die Tab. Immer noch langsam am Gären. Riecht auch genial. Die zwei kommen jetzt auf die Presse und los geht's. Wunderbar. So, also, wie kommt jetzt die ganze Maische und heute hier in die Presse? Also ich würde mal sagen, pumpen. Na, also wenn man diese Mürbe heute pumpen würde, das gäbe in der Pumpe zu viel Reibung und dann kommen all die grünen Gerbstoffe raus und das möchten wir nicht, wir machen das schonend. Aha. Das Oi. Ist schonend. Da ist natürlich wieder mal Handarbeit angesagt. Es sieht immer, ich sage es jedes Mal, aber es ist wirklich so, es sieht immer so einfach aus, wenn Andi das so macht, so schöpfend so. Aber so ein voller Kübel, der wie, was ist der, 12, 13 Kilo? Ja, ich dran. Und es ist nicht ganz so einfach, wie es aussieht. So. Also ihr denkt sicher, ah, das geht ja ewig, wieso ist Pumpen oder Kippen nicht schneller? Ich sage euch, diese Standard sind etwa 750 Kilo. Es geht ruckzuck, in 5 Minuten ist das hier drin. Und wenn ihr einen anderen Film schaut, hier oben, könnt ihr mal schauen, habe ich mit dem Stapler den Tank hinauf angehoben und dann zack, alles rausgezogen. Braucht gleich viel Zeit oder eher noch länger. Mhm. Also das ist extrem effizient, auch von der Zeit her. Braucht zwar ein bisschen Muckis, aber hey, alles für einen guten Wein. Also da kommt echt was zusammen. Ihr seht, die Wanne ist bald voll. Jetzt müssen wir kurz abpumpen, sonst gibt es ein Unglück. So, keine 5 Minuten und schon ist der Großteil zack hier drin. Unterst sind immer die Kerne. Da kann man so ein warmes Wärmekissen machen. Oder so. So. Ist noch echt. Das ist wegen der Hefe. Aber wenn sich das abgesetzt hat, dann wird der richtig schön dunkel. Das ist in 2 Tagen.
Wow. Echt dicht. Nicht ganz dicht, nein, sehr gut. Aromatisch, extrem fruchtig. Boah, fein. Wieso machst du jetzt die Presse zu? Sie ist ja noch nicht voll. Ja, genau. Was hast du jetzt vor? Pressen. Ja, das aber es hat ja noch eine Stande und die ist ja nicht voll. Die werden separat gemacht. Die möchte ich unterschiedlich im Holzfass haben. Aha. Jetzt, zum genau klären, muss ich genau schauen hier drin. Hat das ja, die Presse hat hier drin einen Gummiballon. Dasselbe. Und der kann ich mit Luft aufblasen, der dehnt sich aus, presst dann die Häute hier an das Gitter. Der Saft läuft durch das Sieb ab, die Häute bleiben drin und so wird gepresst. Etwa 2 bar. Das ist der höchste vom Druck. So. Also nicht nur einmal zack die ganze Luft rein, sondern in 4 Schritten, also 0,5, 1, 1,5 und 2 bar. Das ist best zum die Trauben pressen und es ist auch schonender, oder Andi? In vier Schritten zu pressen ist natürlich schonender, wie wenn man von 0 auf 100 gleich Druck macht. Ja, es geht auch um die optimale Saftausbeute. Also einmal drücken, da kommt nie so viel Saft raus, wie man will. Da ist der Presskuchen immer feucht, also ja. Mit 2 bar. Genau. Da presst man ein bisschen, macht man eine Auflockerung mit dem Pressen. Da kommt jedes Mal ein bisschen mehr Saft raus, bis am Schluss die ganze Dresde fast trocken ist. Und das sehen wir am Schluss dann. Jetzt die letzten Tropfen, die rausfließen, ist nicht mehr viel drin. Also ich denke, die Luft können wir rauslassen. Was meinst du? Los. Wohl, Luft ab. Das ist der Trister angepresst am Sieb. Das ist der Luftballon. Da geht es ganz langsam, fällt er zusammen. Nachhelfen. Es klebt immer ein bisschen. Am Schluss klebt es wieder. Achtung! Einmal gut rühren. Also ich muss noch schnell sagen, mein Mann ist schon nicht ganz bei Toast. Wir haben im Moment Temperaturen, was haben wir, etwa 5 Grad, gefühlte 3 Grad. Und ich bin am Erfrieren und mein Mann ist kurzärmelig. Also, oh, Hilfe. Also vorhin hat ja auch die Sonne, ist so schön. Ja, da schön, war es ne? Minimum 15 Grad. Oh. Das ist jetzt der Presser, den wir benutzen, um unseren Grappa, unseren Schwarzbrand zu machen.
Es ist natürlich uns ein Anliegen, dass wir das Beste vom Besten nehmen dafür. Und der ist natürlich super geeignet dafür. Und der Rest, den wir dann nicht mehr brauchen, wir können ja nicht alles davon verwerten, kommt dann wieder in den Rebberg. In den Rebberg. Also genau. Über den Kompost in den Rebberg, da sind die Kreislauf wieder geschlossen und so läuft. Genau. Ja. Und ein kleiner Tipp, wenn man die Trauben heute nicht allzu fest ausquetscht und nicht so viel Druck gibt, dann hat es auch noch was Gutes drin für den Grappa, denn aus nichts kann es ja nichts geben. Das gibt einen richtig guten Grappa. Schwarzbrand, Grappa dürfen wir nicht mehr sagen. He? Achtung! Einmal Hindernis. Also jetzt kommt ja die zweite Stande, da wo ja die getrockneten Trauben drin sind. Das wird jetzt auch noch gepresst und das ist jetzt eigentlich genau das gleiche Verfahren wie vorhin, wie wir vorhin gesagt haben. Das zeige ich euch jetzt nicht, aber das zeige ich euch die Ausbeute. Genau. Wunderbar. Hier. Was haben wir jetzt? 450 Liter, also ich habe jetzt beinahe 500 Liter vom feinen Pinot Noir Barrique. Am Anfang hat mich die Stande gefüllt, bis nach oben hin mit den Trauben heute abgewehrte. Dann haben wir den Saftabzug gemacht, etwa bis hierhin, also 300 Liter, wo ist das? Bis hierhin, 300 Liter Saftabzug. Und dann ist das der Rest hier noch die Trauben heute, also aus einer Tonne. Trauben haben wir jetzt etwa 450 Liter Pinot Noir. Da fehlt, da ist viel weg. Also, dafür etwas Gutes. So, jetzt pressen wir den nächsten ab. Dann ist das gleiche wie jetzt. Und dann sehen wir uns eigentlich in zwei Tagen, wenn es abgesetzt ist und der Hefe abgesetzt ist, dann kommt das in den Holzfasskeller, in den Holzfass versorgt, dann sehen wir uns dann. Bis dann. Guten Morgen, es sind mittlerweile 3 Tage vergangen. Mittlerweile sind 3 Tage und 2 Stunden vergangen. Das Wetter ist schon wieder schön. Es sind noch Besuch bekommen, Weinverkauf, es ist Samstag heute. Und das hier ist unser Pinot Noir. So, seht ihr das? Jetzt ist die Farbe schön dunkel, die Hefe ist abgesetzt und der Wein strahlt. Fast klar. Die Hefe ist unten am Boden, hat sie sich gesammelt. Und was wir jetzt machen, ist, wir pumpen den klaren Wein oben ab und er kommt dann ins Barrikfass. Und das hier, da sind noch Kerne, die kommen auch noch weg. Das heutige Ziel ist jetzt, diese Pinot Noir Barrique pumpen wir hier hinein, kommt er in den Barrikkeller, müssen wir schauen, wie schön. Wow, hat schon einige Fässer drin. Ich bin jetzt momentan den Wein hier in den warmen Keller umzupumpen. Hier ist es warm und hier kann der biologische Säureabbau einfacher gemacht werden. So. Ist noch ein Weißwein am Übergären. Da habe ich das Fass wohl zu fest gefüllt. Jetzt bei der Gärung gibt es Schaum und der drückt sich halt oben raus. Macht nichts, einmal putzen und dann ist die Sache erledigt. Und hey, der Barrikeller hier, ist der nicht super schön geworden? Den haben wir vor kurzem von Weiß in Dunkel gestrichen und wer möchte, kann hier oben das Filmchen schauen. Ist war lustig beim Malen. Ja, war sehr lustig. Jedenfalls, was wir jetzt machen mit dem Wein, den pumpen wir jetzt hier hinein in die Fässchen. Und ich habe euch wirklich alles gezeigt, was wir gemacht haben. Wenn ihr gesehen habt, es hat keine Schönungsmittel drin, es hat
keinen Zucker. Die haben ja mit Druckumbehnung getrocknet. Auch ein spannender Film, könnt ihr auch hier oben schauen, falls ihr noch nicht gesehen habt. Und ja, mit wilden Hefe vergoren. Es ist schon ein verrückter Wein, aber das gefällt mir. Das ist wirklich nur noch Wein aus Trauben gemacht, ohne Klimblim, Pülferchen, was auch immer. Das ist die Natur drin, das gefällt mir, das ist unsere Philosophie. Und ein guter Wein, da muss einfach Trauben und einfach die Natur sein. So, fertig geschwafelt. Wir pumpen jetzt den Pinot Noir, zack, in die Fässer. Das ist jetzt amerikanische Eiche, medium toasted 2018. Das ist fast vom letzten Jahr. Das amerikanische Holz gefällt mir für die, auch das Rauchige, das Urchige. Okay, es läuft, jetzt läuft durch den Schlauch, kommt der Wein, zack, angesogen, zack. Das alles gut, funktioniert und schauen, wie es hier geht. Wasser riecht gut, Wein riecht gut, alles super. So, mal schauen. Seht ihr hier? Zack. Jetzt haben wir Licht. So, ein bisschen mehr Licht geht es besser. Genau das sollte nicht passieren. So. Jetzt wollte ich euch eigentlich zeigen, wie sehr professionell wir das hier ja, hineinpumpen und die Flecken, ja. Auch nicht schlimm, nein, ich muss mich fester halten. Ich wollte euch doch nur zeigen, dass hier hineinfließt. So, seht ihr, zack. Ein schöner Strahlwein und so wird gefüllt. Und ich brauche auch keine Lampe, ich hoffe es funktioniert, denn ich mache es mit dem Ohr und dann ganz schnell abschalten. Funktioniert. Jetzt schauen wir mal, wie viel noch fehlt. Ja, das seht ihr, seht natürlich noch gar nichts. He? So, jetzt hast du eine Lampe an. Hineinlassen. Geht das so? He? Sind. Es ist für euch schwer zu erkennen, es sind noch etwa 4 cm und der Raum, das braucht es für den biologischen Säureabbau, damit es nicht wie bei anderen andauernd der Schaum oben rauskommt. So, nächstes Fass. 25. Echt praktisch eine Skala im Tank, das vereinfacht vieles im Weinkeller. Jetzt pumpen wir einfach alles, den Resten, zack. Raus und dann sehen wir, was am Schluss noch hier drin übrig bleibt. So, wir gehen langsam dem Ende entgegen. Jetzt zieht es natürlich alles an einem Ort. Das, was jetzt noch übrig bleibt hier unten, das ist jetzt die Hefe.
schön dünn, dick. Flütter. Das ist die Hefe, das ist nichts Schlechtes. Das kommt jetzt in einen separaten Tank, das setzt sich ab. Dann kann man oben noch einmal den Wein abschöpfen. Und das dicke, die recht dicke Hefe, die kommt dann zum Brennen in den Grappa hinein. Also Schwarzbrand. So, die Tagesaufgabe vom Binnennoir haben wir jetzt gemacht. Wir haben einfach das klare, also der Wein von der dicken Hefedepot abgezogen. Ja, die Hefe kommt ins Brennen. Der Wein macht jetzt den biologischen Säureabbau. Das ist das nächste, was passiert im Wein. Das sind dann die Bakterien, die machen aus der Apfelsäure die Milchsäure. Und aber das sehen wir im nächsten Schritt. Ich mache noch ein bisschen weiter hier. Ich habe noch viel zu tun. Alle Fässer müssen, also alle Weine müssen in die Fässer hineingepumpt werden. Damit bin ich noch einiges beschäftigt, also es braucht schon noch ein bisschen Zeit. Darum mache ich jetzt fertig und ich arbeite und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke vielmals fürs Zuschauen und hey, tschüss!